Cannstatt. Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Derby Niederlage gegen den Karlsruher SC, Kantersieg gegen den SV Sandhausen. Wir sitzen da, eine weitere Woche ist vergangen und es gibt schon wieder irgendwie ganz viele Fragezeichen, aber auch ein paar Ausrufezeichen. Und über die sprechen wir heute mit Philipp Meisel. Grüß dich. Ich grüße. Servus. Und wir beide sind heute nicht allein, denn wir haben einen lieben Kollegen zugeschaltet, den ihr möglicherweise auch kennt. Ich würde das mal so formulieren. Keiner leitet seine Fragen bei VfB-Pressekonferenzen so schön ein wie er. Christoph Lothar, grüß dich. Moin, moin. Und was für eine schöne Einleitung, Herführung. Da muss er schmunzeln, der Chris. Hä? Ja, der erste Schmunzler schon nach wenigen Sekunden. Viele Fans kenne ich bestimmt auch eben aus den Pressekonferenzen, warst lange Zeit für die Bild unterwegs, jetzt für die dpa und kennst dich dementsprechend auch mit dem VfB und seiner Zweitligasaison wahrscheinlich bestens aus. Wir werden das alles für euch auseinanderdröseln, blicken natürlich auf die beiden Spiele zurück, die jetzt seit unserer letzten Podcast-Folge stattgefunden haben. Wir haben da noch so ein paar Themen, die wir rausgreifen wollen, die sich so unter der Woche ein bisschen rauskristallisiert haben. Zu einem dieses Thema Lockerheit, also was ist das eigentlich? Lockerheit, Anspannung, Angst, Essen, Seele auf, was passiert da gerade? Nicht nur beim VfB, sondern auch beim HSV, wie wir ja gesehen haben. Dann sprechen wir über Daniel Didavi, von dem man auch nicht so genau weiß, was ist da jetzt, wie lange fehlt er noch, möglicherweise am Wochenende gegen Nürnberg, wieder im Einsatz. Und dieses Spiel in Nürnberg ist natürlich dann eben auch ein ganz, ganz großer Fokus für uns alle, denn jetzt hat es der VfB tatsächlich wieder in der eigenen Hand, den direkten Aufstieg zu schaffen. Philipp, bitte erklär mir das. Ich versuche mir, wenn wir bis später an dieser Stelle sind in der Aufnahme, versuche ich bis dahin ein Lösungsmodell irgendwie erarbeitet zu haben. Du willst Zeit gewinnen? Ja, genau. Ich spiele auf Zeit. Dann quatschen wir ein bisschen mit Chris und stellen ihn vielleicht nochmal ein bisschen genauer vor. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen zu quatschen. Du bist auch schon seit Jahren nah dran am VfB. Wie ist es denn bei dir dazu gekommen, dass du ein bisschen über diesen Verein am Neckar berichtest? Dass ich über diesen Verein am Neckar berichte, kam so zustande, dass ich vor mittlerweile 4,5 Jahren von Sport 1 zur Bild gewechselt bin. Und die Bild hat ja für jeden Verein quasi seine zuständigen Reporter und die Stelle beim VfB wurde frei. Und da ich ja auch ursprünglich hier aus der Ecke komme, hat mir dieser regionale Bezug natürlich gefallen und ich habe die Stelle dankend angenommen. Genau, und ich muss halt auch einfach sagen, es ist natürlich was unheimlich Spannendes, so ein Vereinsreporter zu sein, so nah dran zu sein an den Abläufen, manchmal vielleicht auch ein paar Dinge mehr sehen zu können in Trainingseinheiten, in Trainingslagern, als man das eben sonst aus der weit entfernten Redaktion tun könnte. Genau, und also seit gut 4 Jahren betreue ich den VfB, wie gesagt, erst für die Bild, jetzt mittlerweile für die dpa und es ist reichlich Diskussionsbedarf zusammengekommen in diesen gut 4 Jahren. Nicht nur Trainer, Manager, Präsidenten haben gewechselt, auch die Liga. Ist nie langweilig geworden, muss ich sagen. Das kann man wohl sagen. Was ist denn so in den 4 Jahren, in denen du jetzt nah dran bist am VfB, was sind denn so die prägendsten Momente? Oder gibt es so einen Moment, wo du sagst, boah, den habe ich noch im Hinterkopf, sowohl positiv als auch negativ. Gibt es da was Besonderes? Ja, es gab viele prägende Momente. Also das sind vor allem halt natürlich auch die, die dann mit Auf- oder Abstieg zusammenhingen. Ich werde nie vergessen, wie damals bei diesem Heimspiel gegen Mainz plötzlich etliche Fans auf den Platz gestürmt sind, als der Abstieg ja quasi noch nicht rein rechnerisch, aber gefühlsmäßig dann doch entschieden wurde, schon vor dem letzten Auswärtsspiel in Wolfsburg. Ich erinnere mich noch genauso gut an die Aufstiegssaison unter Hannes Wolf und Jan Schindelmeiser, in der wieder ein Anflug von Romantik quasi hier nach Stuttgart zurückgekehrt ist, die im Nachhinein aber, muss man ja auch so ehrlich sein, vielleicht ein Tick zu romantisch sogar schon gesehen wurde, wenn man sieht, wie der Aufstieg dann erst am 34. Spieltag auch tatsächlich eingetütet wurde. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an den Abstieg in Berlin, an die alte Försterei und an Wolfgang Dietrich, der wirklich kreidebleich da durch die Katakomben gelaufen ist nach Schlusspfiff. Also es gab viele einschneidende Erlebnisse in diesen Jahren und es wurde den Fans nicht immer leicht gemacht. Ja, also wenn man das so hört, wird einem wieder bewusst, was eigentlich in den letzten 4 Jahren alles so passiert ist. Ich glaube, da kann höchstens der SC Paderborn gerade irgendwie noch mithalten mit dem, was in den letzten Jahren passiert ist. Philipp, bist du noch da? Hallo? Ja, ich lausche gespannt den Ausführungen.
Wenn ich noch eine Anekdote erzählen darf, ich habe gerade erst kürzlich wieder dieses Video gesehen, was die Mannschaft gedreht hat über Benjamin Pavard, als der, glaube ich, den WM-Titel gewonnen hat oder ins Finale kam mit Frankreich. Da haben sie irgendwie so ein Video aus der Kabine gedreht und für ihn gesungen. Wenn du dir da den Kader anschaust, glaubst du nicht, dass es 2, sondern 10 Jahre her wäre. Also es ist wirklich ein Wahnsinn, was hier eigentlich in kürzester Zeit passiert ist, im positiven und im negativen Sinne. Also das ist, ich habe die Bilder gerade auch vor Augen, vor allem diesen Disco-Finger von Michael Reschke noch irgendwie in diesem Video. unfassbar, ne? Also ich meine, das war auch kurz vorm Finale und da sahen die Perspektiven beim VfB möglicherweise noch anders aus. Jetzt ist es irgendwie ja die alles entscheidende Phase der Saison. Wenn wir jetzt mal gerade ein bisschen auf die Situation in der Liga schauen, und ich denke, Philipp, wenn wir diese Folge hier aufgenommen hätten am Mittwochnachmittag, dann wäre die Stimmung vermutlich eine ganz andere gewesen als jetzt am Donnerstagmittag bei strahlendem Sonnenschein und ohne irgendwelche Gewitterwolken. Und trotzdem ist es so, ich weiß nicht, wie es euch geht, 5-1 gegen Sandhausen, aber irgendwie, ich kann es nicht greifen, weil es so unwirklich ist alles. Also dieses von aus der Hölle in den Himmel und dann vielleicht wieder zurück, man weiß es nicht. Helft mir. Das ist halt das, was Chris gerade quasi beschrieben hat. Ja, it's a rollercoaster ride. Und zwar geht es da nicht nur in Jahreswellen auf und nieder, sondern mittlerweile sind wir schon beim Dreitagestakt. Ja. Wenn man also sieht, wie leblos diese Mannschaft aufgetreten ist am Sonntagnachmittag, zumal in einem so wichtigen Spiel. Es gibt einfach nun mal für, selbst wenn du einer bist, der hier in der VfB als Durchgangsstation sieht, als Spieler, der muss mitbekommen, da sorgt schon allein der Güne Schäfer dafür, dass dieses Spiel gegen Karlsruhe ein besonderes ist. Und dann kannst du einfach nicht so auftreten. Ja, und auch wenn der VfB da meiner Ansicht nach im Vorfeld Fehler gemacht hat, angefangen von Mislintats Aussage, hinfahren, Dreier ziehen, heimfahren, die dann irgendwie auf A2 ausgedruckt in der KSC-Kabine hing, 4 Tage lang, ja. Und natürlich mit dazu beigetragen hat, dass die Karlsruhe motiviert waren, bis in die Haarspitzen. Aber du kannst dir so einen Auftritt eigentlich nicht leisten. Das geht einfach nicht. Und dann hast du 3 Tage später ein Spiel, wo ich saß ja am Abend in der Redaktion, hatte Dienst und so nach 25 Minuten hatte ich mir die Frage gestellt, wer sind diese Typen in den Brustring-Trikots und was ist mit der VfB-Mannschaft passiert? Ja. Kann ja irgendwie nicht sein. Ja. Bei dieser Mislintat-Aussage bin ich ganz kurz hängen geblieben. Das ist ja auch immer so im Nachhinein dann spannend in der Bewertung. Also im Vorfeld muss ich ganz ehrlich sagen, begrüße ich solche, sagen wir mal, saloppen Aussprüche ja auch ganz gerne mal bei einem Derby. Also es gäbe ja nichts Schlimmeres, als wenn der VfB da hinfahren würde und sagt, schauen wir mal, unentschieden wäre auch schon ganz nett. Also insofern, dass da so ein bisschen auch gestichelt wird oder auch mal so gerne mit einem kleinen Satz demonstriert wird, wie eigentlich die Machtverhältnisse sind. Das kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen. Es wurde, glaube ich, im Nachgang auch mehr draus gemacht, als es von ihm ursprünglich mal beabsichtigt wurde. Aber natürlich ist ihm das dann nach diesem Auftritt extrem auf die Füße gefallen. Und das ist dann auch wieder genauso wenig verwunderlich eigentlich. Das ist natürlich klar, dass wenn du so eine Aussage tätigst und am Ende geht das Ding schief, dann bist du natürlich ein bisschen der Depp. Ich habe da vergangene Woche schon ein bisschen Bauchkrummeln gehabt einfach, weil ich mir gedacht habe, nicht mit Blick auf den KSC, dass sie das irgendwie an die Kabinentür hängen, sondern mir wurde das alles ein bisschen zu runtergespielt. Also das kommt mir immer so lapidar rüber. Und ich finde, der VfB hat einfach momentan nicht das Recht, gerade mit Blick auf die vergangenen Spiele seit der Corona-Pause, solche lapidaren Aussagen zu treffen in dieser Phase. Generell bin ich absolut bei dir, Chris. Finde ich das cool und gehört auch dazu. Und ist auch mal eine schöne, kleine, ein bisschen das Salz in der Suppe. Aber ich finde, mit dem, was der VfB einfach in den vergangenen Wochen geleistet hat, wäre man ganz gut beraten, da ein bisschen die leiseren Töne anzustimmen. Und da finde ich beispielsweise, würde ich euch gerne dazu befragen, finde ich ganz angenehm, wie Pellegrino Matarazzo das moderiert. Ich habe mir die Pressekonferenzen angeschaut, vor und nach dem Derby, vor und nach Sandhausen. Und es ist immer die gleiche Tonalität. Also es ist jetzt nicht so, dass er an die Decke fährt, sondern er stimmt die leisen Töne an und das sowohl nach einer der bittersten Niederlage der letzten 15 Jahre für den VfB Stuttgart, als auch nach einem der vielleicht am Ende wichtigsten Siege der vergangenen Jahre. Also er war auch im Nachzug an dieses Sandhausen-Spiel
sehr aufgeräumt, hat auch nicht die großen Töne gespuckt, sondern sogar auch angesprochen, dass er mit der zweiten Halbzeit beispielsweise nicht zufrieden war. Wie nehmt ihr Pellegrino Matarazzo in dieser vergangenen Woche wahr? Also in der Summe stimme ich dir dazu, dass die Tonalität bei ihm, finde ich, echt oft die richtige ist. Es ist ja eben auch quasi dieser Spagat, den er gehen muss. Er muss so eine gesunde Mitte finden. Also er darf sich ja auch von diesen Ergebnissen nicht immer so beeinflussen lassen und auch nicht so mitreißen lassen, weder nach oben noch nach unten. Es ist gerade bei so einem Verein wie dem VfB mit diesen Ansprüchen und diesem klaren Ziel und auch dem Druck, den er tatsächlich ausgesetzt ist die ganze Saison, finde ich es unheimlich wichtig, dass man sich da nicht so emotionalisieren lässt im negativen Sinne quasi. Also sprich, wenn dann ein Spiel verloren wird, kann er da nicht so an die Decke fahren. Und wenn jetzt aber gewonnen wird, eben halt auch nicht himmelhoch jauchzend das wochenlang bejubeln. Also ich finde, da trifft er schon eine ganz gute Mitte. Weil, wenn man sich so die Reaktionen auf diese Spiele anguckt, ja, nach Karlsruhe war gefühlt alles am Boden. Da wurde die Mannschaft zerrissen, da wurde im Prinzip alles in Frage gestellt, von oben bis unten. Und nach dem Sieg gegen Sandhausen jetzt gestern hast du so den Eindruck, wie viele Punkte sind es noch auf Bielefeld? Auf Bielefeld, die holen wir jetzt auch noch ein. Ja? Also es ist so, das geht ja unheimlich schnell manchmal. Und da ist es sicherlich gesund, wenn einer versucht, die Waage zu halten. Ja? Also. Und dennoch finde ich, trifft da schon ganz klare, prägnante, aussagekräftige Aussagen. Man muss halt nur genau hinhören. Also es ist kein Mann der lauten Töne, das ist vollkommen richtig. Aber wenn ich dann so einen Satz höre wie gestern auf die Frage, warum haben sie denn 6 Wechsel in der Startelf vorgenommen? Wenn man von seinen Spielern Mut verlangt, darf man selbst kein Angsthase sein. Das ist kurz, prägnant, aber halt auch unfassbar aussagekräftig. Man kann es ihm natürlich so interpretieren oder so auslegen, dass er quasi zugibt, bisher einer gewesen zu sein, indem er die letzten Wochen immer auf dieselben Leute vertraut hat. Andererseits spricht es, finde ich, auch einfach für seine ganze Herangehensweise an den Job. Er hat jetzt halt in einem Crunch-Time-Spiel, ja, in einem Spiel, wo wirklich jetzt, also wo die, quasi die Fälle schon davongeschwommen waren, ja, wenn man die Stimmung bedenkt, selbst wir haben kommentiert, der VfB hat den Aufstieg nicht verdient. Wenn man dann in so einem Spiel so viel Mut beweist und im sprichwörtlichen Sinne die Eier auf den Tisch legt, dann ist das schon bemerkenswert. Und da trifft er dann schon immer wieder klare Aussagen. Auch wenn er, wie gesagt, da gebe ich Chris, euch beiden, ihr seid zwei Chris heute, steht da. Stimmt. Gebe euch beiden recht. durchaus als ein Mann der Mitte zu verstehen ist. Ja. Ja, du hast auch recht, was du gerade gesagt hast. Ich meine, alleine diese Aufstellung gestern gegen Sandhausen, ja, die komplette Viererkette am drittletzten Spieltag einfach mal zu rasieren und auszutauschen, das mag ihm dann mancher, der ihn extrem kritisch sieht, vielleicht auch als Verzweiflungstat auslegen, aber eigentlich natürlich. Ist es genau das, was du gesagt hast, es ist auch einfach mutig, ja, und wie er es selber gesagt hat, du musst diesen Mut, den du wochenlang und monatelang hier einforderst, eben auch dann an den oberen Positionen vorleben. Und es tut ja eigentlich auch nicht nur Matarazzo, muss man sagen. Das tut ja auch Sven Mislintat. Das tut auch Thomas Hitzlsperger. Diese Vertragsverlängerung von Matarazzo quasi ohne Not war ein Beleg dafür. Also insofern. Ja, oder das ganze Projekt, Chris. Also wenn man hätte vor der Saison auch die Nummer fahren können als Kaderplaner, wie es wahrscheinlich nicht wenige getan hätten, die als Traditionsverein da oben runterkommen, zu sagen, wir holen uns jetzt einen Haufen alter Haudegen, die wuppen uns das ein Jahr und bringen uns da wieder hoch. Und sie entscheiden sich halt für eine Mannschaft mit einem, sag ich mal, ausgewogenen Mischungsverhältnis zwischen eben ein paar Korsettstangen mit entsprechender Erfahrung, die mehr oder minder performen, und eben einem Haufen junger Hunde, die unbestritten talentiert sind, manche sogar hochtalentiert, aber eben die, von denen du nicht weißt, können sie die Entwicklung machen, die notwendig ist, können sie dem Druck standhalten, der da sein wird. Und auch dazu gehört unbestritten definitiv Mut, ist richtig, ja. Ich habe übrigens jetzt, kurz bevor wir diese Folge hier aufnehmen, habe ich eine WhatsApp-Nachricht von einem guten Freund bekommen. Schöne Grüße an Simon an der Stelle, der hat mir geschrieben, dieser Verein führt dich in eine toxische Beziehung. Du weißt irgendwie gar nicht mehr, was du denken sollst. Also wenn du denkst, jetzt komm, lass mich einfach alle nur in Ruhe mit diesem Verein, dann kommt wieder so ein Spiel wie am
Mittwoch zustande gegen Sandhausen. Was mir noch nicht ganz klar ist, oder vielleicht ist es auch ganz klar, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ist die Geschichte mit diesen frühen Toren. Ich finde es wahnsinnig bemerkenswert, wie sehr sich der VfB von dem frühen Tor, sag ich mal, aus dem Konzept bringen lässt. In Karlsruhe war es nicht ganz so, da haben sie auf das 1-0 noch gut reagiert im Vergleich zu anderen Spielen. Aber auch auf der anderen Seite im Positiven, wie sehr den VfB so ein frühes 1-0 pusht oder zumindest ihm die Sicherheit verleiht, dass da nichts mehr groß anbrennt. Warum ist das aus eurer Sicht so elementar? Ist das eine ganz einfache psychologische Rechnung oder ist das doch auch eine mentale Frage einfach innerhalb des Teams als Konstrukt? Da stehen 11 Personen auf dem Platz, die damit klarkommen müssen, entweder ziemlich früh ein Gegentor zu fangen oder eben darauf aufbauen können, sehr früh eins zu schießen. Chris, was sagst du dazu? Ja, also insgesamt spielt dieser psychologische Aspekt schon immer eine große Rolle. Das, finde ich, darf man nicht unterschätzen. Das ist gerade, je höher du kommst dann auch im Profifußball, ist dann teilweise auch die Leistungsdichte noch extremer. Da spielt dann das Psychologische natürlich eine Rolle. Und ich würde jetzt auch gar nicht immer so grundsätzlich die Mentalität der Mannschaft in Frage stellen, wenn sie mal nach einem Rückstand nicht mehr zurückkommt. Mentalität ist dann auch manchmal so quasi die Erklärung, die du hernimmst, wenn du es dir sonst irgendwie nicht mehr erklären kannst. Also das ist jetzt gar nicht so pauschal gemeint, aber das ist ja schon irgendwie so ein Phänomen, was häufiger mal auftritt. Ja, die Spieler haben mit diesem Druck auf jeden Fall zu kämpfen. Sie haben auch damit zu kämpfen, dass gefühlt unter einem souveränen 3-0 halt auch irgendwie alles zu wenig ist in dieser Liga. Als VfB Stuttgart, ja. Ja, sag ruhig. Ist es teilweise vielleicht auch. Und es war auch in ganz vielen Spielen zu wenig. Aber und letztlich muss man eigentlich auch dazu sagen, jeder, der nach Stuttgart wechselt, weiß auch, worauf er sich einlässt. Ja? Also es ist kein Spieler hierher gekommen, der einfach nur oben mitspielen wollte. Es wollten alle aufsteigen, die hier unterschrieben haben. Da bin ich mir sicher, genauso wie einer, der in Dortmund unterschreibt, genauso gerne Meister werden möchte und einer, der in Leverkusen unterschreibt, in die Champions League reinkommen. Also diese Ziele, die sind, glaube ich, schon immer allen vorher klar und man weiß dementsprechend, worauf man sich einlässt. Aber natürlich ist das eine die Theorie vor der Saison und das andere dann die Praxis, während sie läuft. Ich kann das schon nachvollziehen, wenn die Mannschaft nach 3 vergebenen Chancen anfängt, drüber nachzudenken. Jetzt gegen Sandhausen war im Prinzip die erste richtige drin. Sagen wir mal, der Schuss von Mangala vorher noch, aber eigentlich war der Kopfball von González schon die erste so wirklich zwingende Chance und die hat halt sofort gesessen und also, dass das was freisetzt, kann ich schon nachvollziehen. Also genau. Und auch, dass Gonzo eben quasi, dass der halt das Tor so, und das war im Endeffekt der zweite richtige Torschuss. Ja. Oder der dritte. Ja. Orel mit dem ersten und dann das Tor und dann gleich das zweite hinterher. Das gibt dir natürlich Sicherheit. Aber dennoch hast du, finde ich, gestern da was gesehen, was du nicht immer gesehen hast, wenn sie in Führung gegangen sind, nämlich, dass sie einfach danach Dampf weitergemacht haben. Ja. Da wurde einfach am Ball geblieben sozusagen, der Druck wurde aufrechterhalten. Ich glaube, Sandhausen, die wussten ja die ersten 35 Minuten gar nicht mehr, wo in der Kopf steht. Das war schon ein sehr, sehr ordentlicher Auftritt. Selbst Wamangituka hat es nicht geschafft, mich komplett in Wahnsinn zu treiben, wobei er das 3-0 beinahe noch verkackt wegen seinen Spirenzchen, aber gut. Wollte ich gerade sagen, das 3-0 kann auch nur er so klar. Deswegen sozusagen. Also. Aber was sozusagen bei diesem Sandhausen-Spiel, finde ich, auch noch elementar anders war als in den anderen Partien in der Saison. Ich finde, man hatte oft jetzt über 32 Spieltage das Gefühl, der VfB ist drückend überlegen, der VfB ist dominant. Und teilweise, da nehme ich mich auch mit ein, hatte man noch oft dieses Gefühl, jetzt ist es nur eine Frage der Zeit, bis ein Tor fällt. Ich hatte zum Beispiel beim Derby Anfang der zweiten Halbzeit dieses Gefühl. Da stand es 1-1 und der VfB hat die ersten 5-10 Minuten echt okay gespielt. Und jetzt ist es die Karlsruhe schwimmen, es ist eine Frage der Zeit, dann fällt es 2-1. Passiert nicht und du kriegst auf der anderen Seite ein Standard-Gegentor. Das ist in dieser Saison zu oft passiert, dass der VfB sich so ein bisschen in seiner eigenen Schönheit labt und die Überlegenheit sozusagen nicht ummünzt und dann hinten raus die Dinger kassiert. Genau das fand ich gegen Sandhausen neben dem Nachlegen, was Philipp gerade angesprochen hat, auch noch anders, nämlich dass sie nicht nur diese Überlegenheit so schematisch auf dem Platz, also gefühlt für den Fan und den Zuschauer irgendwie rübergebracht haben, sondern tatsächlich in Chancen, in Tore umgemünzt haben. Einfach ausgedrückt, ich habe es nicht an Zahlen ausgerechnet und ich habe sie nicht gezählt und keine Strichliste geführt, aber gefühlt hat der VfB Stuttgart gegen Sandhausen
in der ersten Halbzeit mehr Flanken geschlagen als davor an 31 Spieltagen zusammen. Abschlüsse gesucht, aus der Distanz abgezogen, siehe Gonzalo Castro. Genau das ist das, was zum Beispiel auch am Ende gegen Osnabrück mir sehr gefehlt hat. Einfach dieses auf Teufel komm raus, Abschlüsse suchen. Das fand ich beeindruckend. Vielleicht braucht die Mannschaft tatsächlich irgendwie hier und da ab und zu quasi dieses Messer auf die Brust. Ich habe es letztens schon zu einem Kumpel gesagt. Bei unheimlich vielen Spielen in dieser Saison hast du eigentlich das Gefühl, du bist in so einer Stromberg-Folge gelandet. die Mannschaft vermittelt dir immer so den Eindruck, ja, läuft. Genau. Und du fragst dich halt immer so genau, ja, aber was läuft eigentlich? Ja? Also sie sind in den meisten Spielen überlegen. Es gibt vielleicht eine Handvoll Partien, wo du sagen würdest, der Gegner war besser in dieser Saison, wenn überhaupt. Selbst bei diesem 6:2 in Hamburg damals war es jetzt bei weitem nicht so, dass der HSV die Sterne vom Himmel gespielt hätte. Der VfB ist unheimlich oft überlegen in Ballbesitz, lässt die Murmel da rollen und bringt dann aber irgendwie das Ganze nicht zu einem Ergebnis. Ja? Und das ist das, was ich mit Stromberg gerade so meinte. Auch so dieses Selbstgefällige, so, ja, läuft schon, wir regeln das schon irgendwie und am Ende wird aber halt irgendwie doch nichts geregelt. Ja? Dieses Gefühl hattest du unfassbar oft diese Saison. Und dann zeigen sie aber plötzlich auch in Bielefeld zum Beispiel oder beim Heimspiel gegen Heidenheim, zu was sie eigentlich in der Lage sind. Ja? Gegen Mannschaften, die nachweislich zu den Stärksten gehören in dieser Saison, dann sowas auf die Platte wieder zu bringen. Also es ist ein Irrsinn eigentlich. Ja, und dann zumal halt auch noch von Spielern, also jetzt mal Nico González vielleicht ausgenommen, aber von Spielern Performances dann wieder zeigen, die eigentlich gar keine Spielpraxis haben. Ich denke da beispielsweise an Atta Carrasso gestern Abend, der irgendwie seit Wochen keine tragende Rolle spielt und dann plötzlich 90 Minuten zentrale Position, Dreierkette und ein absolut solides Spiel da hinlegt, ja, konnte man einfach im Vorfeld nicht damit rechnen. Gut, wir haben jetzt keine Trainingseindrücke mehr seit Wochen und Monaten. Wir sehen es nicht da unten, ja, aber wie gesagt, also da war ich schon ein Stück weit überrascht, dass er spielt. Wie er dann spielt, das hat mich nicht überrascht, denn ich glaube, weiß jeder, dass ich den Spieler sehr mag und er hat auch gestern Abend wieder das bestätigt, wenn jetzt von seinen Auftritten in der Saison 23 Auftritte hatte er in diversen Spielen, davon 8 auf dieser Position, von denen hat er 5 gewonnen, 2 Unentschieden, 1 Niederlage. Ja. Und mit der Dreierkette Carrasso in der Mitte gibt es 2,13 Punkte im Schnitt, habe ich ausgerechnet über Nacht mal kurz. Und das muss ich schon sagen, konnte man so einfach nicht prognostizieren im Vorfeld, hat man einfach nicht erwartet. Du warst schon immer der Mathematiker von uns, Philipp. Du warst schon immer der mit dem Rechner das besser drauf hatte. Ganz bestimmt, Chris, wie siehst du denn die Personalie Nicolas González? Ich glaube, dazu müssen wir auch mal kurz ein Wort verlieren. Klar, versenkt die Elfmeter gerade nahezu blind, arbeitet hinten gut mit. Vor gut einem Jahr war diese Relegation bei Union Berlin, nachdem, glaube ich, viele Fans gesagt haben, ich möchte eigentlich diesen Spieler nicht mehr eine Minute im VfB-Trikot sehen. Und jetzt ist er Leistungsträger. Hättest du das erwartet? Streng genommen, rein von seinem Potenzial hätte ich es, glaube ich, erwartet, ja. Ich hätte gedacht, dass ihm diese Abseitsposition im Relegationsspiel noch länger nachhängt. Also, dass er sich quasi damit zermürbt, womöglich verantwortlich hier für diesen Abstieg zu sein, was ja eigentlich auch ein bisschen übertrieben wäre, das jetzt nur an dieser Szene festzumachen. Rein von seinem Potenzial her steckt da schon viel drin. Ich fand auch, dass man ihm eigentlich seit seinem ersten Tag an hier beim VfB nie seinen Einsatzwillen absprechen konnte. Da hat es anfangs noch sehr an, sagen wir mal, taktischen Dingen gefehlt, aber so von der Lauf-Kampf-Einsatzbereitschaft war er eigentlich immer einer, der vorne weggegangen ist. Und das war auch in dieser Saison, fand ich so. Es gibt in dieser Mannschaft, finde ich, insgesamt sehr wenige Spieler, die es schaffen, auch so ein bisschen das Publikum mitzunehmen. Santiago Ascasiba war immer so einer, der zwar technisch quasi nicht der Stärkste war, dafür aber gegrätscht hat wie ein Weltmeister. Und das ist manchmal auch das, was eben dann quasi das Publikum abholt. Und da gehört Nicolas González, auch wenn er einen komplett anderen Spielstil pflegt als Ascasiba, irgendwie auch ein bisschen mit rein in diese Kategorie, finde ich. Also dieses bedingungslose Kämpfen, Anlaufen, das macht er eigentlich schon. Jetzt trifft er auch endlich mal.
Also so ganz überrascht bin ich davon nicht. Jetzt vielleicht von dieser Frequenz in den letzten Wochen schon, dass er da jetzt, ich glaube, 6 Tore geschossen hat seit Restart. Aber insgesamt, dass er für diese zweite Liga das Potenzial definitiv mitbringt, fand ich schon. Bin ich 100% bei Chris. Das ist, kann man alles so stehen lassen. Der Trainer hat es auch gestern Abend nach dem Spiel auf Nachfrage wieder erwähnt oder ausgedrückt. Er geht halt immer die Extrameter. Er will immer jedes Spiel gewinnen, hat den absoluten Willen. Und das garniert mit den Treffern, die er auflegt, ist natürlich, macht ihn zu einem sehr, sehr wertvollen Spieler. Nur mal kurz, um die Zahlen nochmal zu bemühen. Gestern Abend 4 Schüsse, 2 Tore, 6,76 Kilometer Laufleistung, 70,59% Zweikampfquote, was überragend ist für einen Stürmer. 45 Ballkontakte, 69,57 Passquote, 23 Bälle gespielt, 16 kamen an, 7 waren weg. Das ist, und das muss man in aller Deutlichkeit sagen, herausragend und vor allem überqualifiziert für diese Liga, was natürlich zu einem Problem führt. Im Sommer sollte man nicht aufsteigen, wirst du den Spieler halt nicht halten können. Auf gar keinen Fall. Ja. Ich finde halt auch, genau solche Spieler wie González, der dich als Fan sicherlich auch in den Wahnsinn treiben kann, steht für mich außer Frage, die machen eben einfach auch am Ende genau den Reiz aus, den es braucht. Ja? Über solche Spieler und über die Reibung, die die erzeugen, entstehen am Ende diese Feuer, die es braucht, um so einen Aufstiegskampf oder auch einen Abstiegskampf zu bestehen. Ja, richtig. Du kannst nicht nur mit so soliden Arbeitern sozusagen, kommst du wahrscheinlich auf Strecke nicht so weit, wie wenn dann in solchen Spielen solche Leute nochmal irgendwie für den besonderen Moment sorgen. Ja, und du spielst dann halt auch so. Also wenn du eine Truppe hast von lauter soliden Arbeitern, dann spielst du halt auch wie eine Beamtentruppe, wie das sprichwörtliche Kurzarm-Polohemd des Finanzamts Mitarbeiters und so spielst du halt einfach, ja. Ich trage auch manchmal gern Polohemden. Ja, aber du hast keine Bügelfalte drin. Aber ich weiß, was du meinst. Du hast keine Bügelfalte drin, immerhin. Das stimmt. Nein, ja. Wollen wir mal hören, was unser Kollege Marco Schumacher zu dem Spiel zu sagen hat? Oh ja, bitte. Liebe Leute, haltet euch fest. Alle Emotionen rund um den VfB Stuttgart in 1:30. Marco Schumacher. Querpass, der Kommentar unserer Redaktion. Irgendwann wird mich dieser Club aus Bad Cannstatt in den Wahnsinn treiben. Am Sonntag der Weltuntergang, die Derby-Pleite in Karlsruhe, nach der ein weiteres Jahr zweite Liga besiegelt schien. Diese Mannschaft hat den Aufstieg nicht verdient, so lautete mein Kommentar. Was passiert? 3 Tage später überrollt der VfB den SV Sandhausen, zuletzt die stabilste Mannschaft der zweiten Liga. Mit dem Mute der Verzweiflung hatte Pellegrinos Matarazzo 6 Spieler ausgetauscht, darunter die komplette Abwehr. Eine verwegene Idee, ein großes Risiko. Andererseits, schlechter konnte es ja nicht mehr werden. Am Ende stand ein 5:1, ein absoluter Big Point für den Trainer. Er war hinterher schlau genug, auf jeglichen Überschwang zu verzichten. Der VfB mag wieder Zweiter sein und den Aufstieg wieder einmal selbst in der Hand halten, aber wir alle wissen, zu viel ist in den vergangenen Wochen schiefgelaufen. Und am Sonntag geht's zum 1. FC Nürnberg, noch so eine Wundertüte. Am Wochenende hatten auch die Nürnberger gegen Fürth eine Derby-Schmach erlebt. Und was passiert dann? Ein 6:0 beim SVW in Wiesbaden. Man möge mich bitte davor verschonen, eine weitere Prognose abzugeben. Ja, vielen Dank, Marco Schumacher. Und es tut mir leid bereits im Voraus, lieber Marco, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir dich zum Verein mit dem Brustring befragen. Und man merkt aber auch hier, das ist wirklich für uns alle total verrückt, was da gerade in den vergangenen Wochen passiert. Und er möchte jetzt auch zu diesem Nürnberg-Spiel, über das wir nachher sprechen werden, auch noch gar nichts groß irgendwie voraussagen. Aber wie nehmt ihr das denn wahr, wenn wir mal so ein bisschen ganz kurz auf diese Lage der Liga nochmal schauen, also die tabellarische Konstellation? Der VfB ist jetzt wieder Zweiter. Heißt es, dass er am nächsten Spieltag wieder Dritter ist? Oder anders gefragt, Chris, scheint es eine Bürde zu sein, diesen Platz verteidigen zu müssen? Ist das so oder ist es nicht so? Das scheint so zu sein, ja.
Man hat ja auch so ein bisschen das Gefühl bei den Heidenheimern, dass die sich auch wohler fühlen, wenn sie drei, vier Punkte hinten dran sind und sich wieder ranrobben können, als wenn sie nur einen Punkt dran sind und tatsächlich auch was zu verlieren haben. Also es ist... Ich habe fast den Eindruck, für die Heidenheimer ist das die ideale Konstellation gerade. Ich glaube, die sind vor diesem HSV-Spiel am Sonntag genau in der Position, in der sie sein wollen. Sie haben es in der eigenen Hand. Der HSV kommt hin. Das ist wahnsinnig interessant, finde ich. Und trotzdem, ja, es ist natürlich so, dass dieses Spiel für den VfB ein Vorteil sein kann. Und sagen wir mal, so oder so konstellationstechnisch auch einer sein wird. Denn wie auch immer der VfB Nürnberg spielt, das wird nicht ganz dramatisch den Absturz geben. Zumindest nicht nach dem 33. Spieltag. Philipp, hast du eigentlich das HSV-Spiel gegen Osnabrück gesehen? Nein. Ich habe nur die Zusammenfassung quasi nachher gesehen auf dem Streaming-Portal meiner Wahl. Klassik HSV. Aber da siehst du halt ähnliche Dinge auch wie beim VfB. Ja, der Druck ist immens. Die Mannschaft, vielleicht in gewissen Teilen nicht reif genug. Dazu kommen immer wieder gravierende individuelle Patzer. Ja, so stehst du jetzt halt da. Noch dazu mit der Hypothek, dass du es letztes Jahr schon nicht geschafft hast. Hast ja auch ja hinten raus im Endspurt versagt. Die haben mit Sicherheit nicht die breiteste Brust und Heidenheim kann für den VfB, wenn er selbst liefert gegen Nürnberg, am Wochenende schon sehr vieles klar machen. Ne? Das ist wohl wahr. Und beim HSV ist es wirklich, also wenn man auch da ein bisschen rumliest, auch in diesen HSV-Foren, ich hab das tatsächlich gemacht, ja. Alter. Ja, sorry, ich bereite mich halt vor. Vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen masochistisch veranlagt. Ja, ich komme halt immer nur hier rein, wenn Aufnahme ist, weißt du. Ich bin also, du machst da deine Kreuztabellen, ich lese HSV-Foren. Ich meine, das ist doch eine gute, das ergänzt sich doch. Aber da ist es halt so, die sehen sich wirklich so, wie du es gerade angesprochen hast, in diesem Vorjahr, da haben sie nämlich das entscheidende Spiel in Paderborn verloren, die dann am Ende aufgestiegen sind. Und die haben richtig Bammel vor diesem Spiel in Heidenheim. Ich glaube, für uns jetzt hier macht es aber keinen Sinn, irgendwie groß über dieses Spiel zu sprechen, weil wie es ausgeht, geht es halt auch immer aus. Ich glaube, das ist, ich bin ganz ehrlich gesagt auch froh darum, dass die Spiele parallel stattfinden. So muss ich mir wenigstens kein HSV-Spiel mehr anschauen in dieser Saison. Aber dieses Thema Lockerheit, dieses Thema ja Druck, wie es Chris gerade schon angesprochen hat, das ist, glaube ich, schon ein entscheidender Faktor jetzt. Ich glaube, das ist nicht nur Taktik. Und mein Eindruck ist auch, dass Pellegrino Matarazzo das durchaus aufgegriffen hat. Er hat zwar nicht verraten, wie in seinen Pressekonferenzen, obwohl er daraufhin gefragt wurde, aber er hat gesagt, es gibt eine andere Ansprache. Wir haben das jetzt ein bisschen anders hingedreht. Meint ihr, dass das vielleicht der entscheidende Kniff sein könnte, der den VfB dann doch noch auf Platz 2 hält am Ende? Du meinst die Ansprache in der Kabine oder? Ja, genau. Also es gab ja dieses Thema sozusagen, wir haben das ein bisschen geändert, wir haben eine andere Art der Ansprache gewählt. Daraufhin unser Kollege Carlos Rubin hat gefragt, was haben Sie denn gemacht? Haben Sie Witze erzählt? Er sagt, nee, ich habe keine Witze erzählt, aber wir haben eine andere Form der Ansprache gewählt. Und wir haben das Ganze jetzt versucht, ein bisschen anders zu drehen. Das war die Pressekonferenz zwischen Derby-Niederlage und Sandhausen. Also irgendwas muss da gewesen sein. Und Pellegrino Matarazzo hat auch von einem Klickmoment gesprochen. Er hat gesagt, irgendwann muss es diesen Klickmoment geben und dann müssen wir da sein. Und ich gehe mal davon aus, dass dieses Sandhausen-Spiel für ihn dieser Klickmoment gewesen sein könnte. Aber ja, jetzt muss der VfB eben wieder mit der Rolle klarkommen, Zweiter zu sein, der Gejagte zu sein. Und das ist halt wieder die Frage, das ist wieder eine andere Gemengelage. Hast du irgendwie wahrgenommen, dass da irgendwas anders war oder dass da irgendwie sozusagen auch innerhalb des Teams, ich will nicht sagen, dass es gekracht hat, aber dass da irgendwas gewesen sein muss nach diesem Spiel in Karlsruhe. Man hat auf jeden Fall den Eindruck, also wir sind in der Kabine nicht dabei und kennen dementsprechend auch nicht den genauen Inhalt seiner Ansprache. Man hat aber schon irgendwie gemerkt, dass die Mannschaft auch jetzt mal unabhängig von der frühen Führung eigentlich von der ersten Sekunde an gegen Sandhausen anders auf dem Platz stand als in Karlsruhe. Also da war gleich eine andere Griffigkeit da Also in Karlsruhe war das unheimlich schwerfällig am Anfang. Da, so nach 20, 25 Minuten hat der VfB dann da schon die Kontrolle übernommen, aber so kam eigentlich überhaupt nicht aus dem Quark am Anfang. Und das war jetzt gegen Sandhausen halt irgendwie komplett anders. Ob die sich vorher auch irgendwie untereinander die Meinung gegeigt haben, weiß ich nicht tatsächlich.
Glaube ich aber eigentlich auch gar nicht mal so sehr, weil von den negativen Emotionen gab es wahrscheinlich genug in den letzten Wochen und Monaten. Es muss irgendwas passiert sein, ja, aber wenn du jetzt dann auch in Nürnberg quasi eben nicht nachlegst, war es halt auch nicht mehr als ein Strohfeuer gefühlt. Also. Richtig, kommen wir nachher noch dazu, das ist richtig. Ja, aber ich glaube, es ist eine Kombination aus mehreren Dingen. Also zum einen traue ich Matarazzo zu, der ist das entsprechende Mindset, die entsprechende Herangehensweise. Er ist ein klassischer NLZ-Trainer, das heißt, er ist psychologisch, pädagogisch 1A ausgebildet. Dass er Kniffe gefunden hat, dieser Mannschaft eine Ansprache mit auf den Weg zu geben, die sie anders abholt als in den Wochen zuvor. Dann kommt mit Sicherheit auch dazu, dass eben so viele Wechsel stattgefunden haben, was 6 frische Leute, die zuvor nicht viel gespielt haben, in die Startelf bringt, die alle natürlich die Chance wird, und hey, heute kann ich es mal zeigen. Heute kann ich dem Trainer mal ein paar Argumente für mich liefern. Das wird eine Rolle gespielt haben. Dann kommt dazu, dass Sandhausen meines Erachtens überhaupt nicht auf dem Platz war. Die haben gedacht, so, das war so das klassische Spiel einer Mannschaft, die in dem Bewusstsein ist, sie kann eigentlich nur noch um die Ananas kicken. Es geht nach unten nichts, nach oben nichts. Wir sind durch. Wir gucken jetzt mal, wo wir einen Sommerurlaub planen. Und dann wird eine Rolle gespielt haben, allein schon, weil es der Kapitän nach dem Spiel so explizit angesprochen hat, dass eben am Sonntagabend ein kleines Empfangskommando in Bad Cannstatt am Trainingsgelände stand, in Form einiger Anhänger. Und da hat man sich halt mal ein bisschen ausgesprochen. Es soll eine gute Aussprache gewesen sein, aber da werden mit Sicherheit werden die sich einiges haben anhören dürfen, und also wenn der schon so Worte wählt, wie von wegen, die man haben von uns einfach verlangt, dass wir uns jetzt endlich mal einen Arsch aufreißen und das Ding heute klar machen, dann glaube ich schon, dass das für alle auch ein Faktor gewesen ist, zumindest für die, die es verstanden haben. Ja? Also das ja, trifft. Und dann haben natürlich auch die Ergebnisse von Heidenheim und HSV am Abend. Ja, genau, die habe ich vergessen. Haben auch noch beigetragen. Ja. Also das ist ja auch klar. Ich meine, dieses drohende Szenario, dass du womöglich sogar auf den 4. Platz zurückfällst, das war quasi von vornherein weg. Egal, wie das Spiel gegen Sandhausen ausgegangen wäre, wärst du eben nicht aus diesen ersten 3 Plätzen rausgefallen. Und das hat mit Sicherheit auch schon mal, glaube ich, ein bisschen was runtergenommen an Druck, wenn Matarazzo dann seinen Spielern eben auch einfach sagen konnte, es ist anders als sonst in dieser Saison, dass ihr heute jetzt einfach mal quasi nicht so wahnsinnig viel zu verlieren habt, ja, weil keiner davonzieht und weil ihr eben auch nicht auf Platz 4 zurückfallt. Insofern geht's raus und spielt Fußball, wie man so schön sagt. Exakt, und das ist für mich übrigens so eine Ballastfreiheit, die sich auch sonst bisher nur in der zweiten Halbzeit gegen den HSV gezeigt hat. Also ein bisschen ja. Das Gefühl, Leute, wir haben jetzt eigentlich auch gar nichts zu verlieren. So genau wie du es gerade gesagt hast, Chris. Geht raus, kickt, zeigt, was ihr könnt. Ihr könnt's doch eigentlich. Und wenn die Spieler, die auf dem Platz stehen, dieses Gefühl haben, dann sind sie am besten. Und das ist in der zweiten Halbzeit gegen den HSV der Fall gewesen und in der ersten Halbzeit gegen Sandhausen. Der Fairness halber muss man übrigens aber auch sagen, also wir haben ja auch viel über diesen Videobeweis in Wiesbaden diskutiert vor einigen Wochen. Der Fairness halber muss natürlich auch sagen, dass der VfB ein bisschen auch Spielglück hatte und so. Grüße gehen raus an die nette Linienrichterin, die aus einem Einwurf einen Eckball gemacht hat. Und wer das HSV-Spiel gesehen haben sollte, also die hätten durchaus auch in der letzten Situation eigentlich einen Elfmeter kriegen müssen, als der Kollege Letschert im Strafraum umgerissen wurde. Also ein bisschen Glück hat der VfB auch endlich mal auf seiner Seite gehabt. Das dürfen wir, glaube ich, auch nicht verschweigen. Ja, die Kür wird es jetzt halt sein, das mit nach Nürnberg zu nehmen. Ne? Und die hatten gerade ein ähnliches Erlebnis. Das macht es eigentlich noch spannender. Also, dass die nach gefühlten 10 Wochen der Dürre plötzlich da das große Wasserloch finden und 6-0 in Wiesbaden gewinnen, hatte ich so auch nicht erwartet. Also zumal Wiesbaden in den letzten Wochen eigentlich schon, finde ich, sehr gefestigt aufgetreten ist. Die haben zwar immer wieder mal, also natürlich nicht die Ergebnisse geholt, die sie gebraucht haben, aber die sind schon sehr, sehr solide eigentlich aufgetreten. Und dass die so auseinanderfallen, hätte ich nicht gedacht. Ja. Und Nürnberg, weiß nicht, ist so die klassische Mannschaft, runtergekommen auch irgendwie, ja, und dann Umfeld will viel, ja, Tradition groß, dann hat man aber im internen Kreis dort schon relativ früh in der Saison die Aussage getroffen, wir machen einen Rebuild, ja, wir konsolidieren uns irgendwie und gucken dann im zweiten Jahr, ob wir wieder oben angreifen können, und ich
meine fast, auch wenn es natürlich aus der Ferne schwieriger zu beurteilen ist, aber ich meine fast, es hat bei der Mannschaft so ein bisschen verfangen. Die haben gedacht, okay, wir sind eigentlich nicht schlecht, ja, wir können kicken, haben eine gute Mischung in der Truppe, wir spielen die Saison jetzt einfach mal runter und dann gucken wir dann im nächsten Jahr, wie es weitergeht. Und dann sind die so ganz schleichend in diesen Strudel reingeraten, ja, und sind jetzt in akuter Abstiegsnot. Ich glaube, das hätte sich keiner vorher dort ausgerechnet. Und ja, jetzt haben sie nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt. Erinnert mich so ein bisschen an das 5-1 des VfB Stuttgart gegen Hannover 96 vor nicht allzu langer Zeit, falls sich noch jemand dran erinnert. Die Älteren vielleicht unter uns. Ozan Kabak. Ja, solche Geschichten. Ja, und solche Ergebnisse können dich halt auch, das gilt für den VfB Stuttgart natürlich genauso, solche Ergebnisse können dich jetzt halt auch so ein bisschen in Sicherheit wiegen vielleicht oder dich trügen, sagen wir es so, nicht in Sicherheit wiegen, sondern dich trügen, dir einen falschen Eindruck vermitteln. Bin sehr, sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel am Sonntag. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wenn wir schon beim Vorausblick auf das Nürnberg-Spiel sind, dann lassen wir unseren Experten zu Wort kommen, oder? Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail. Die Saison biegt auf die Zielgerade ein. Zwei Partien sind noch zu absolvieren. Die erste davon gegen den 1. FC Nürnberg. Eine Mannschaft, die unter der Woche nicht minder erfolgreich war als der VfB mit einem Kantersieg gegen Wien Wiesbaden. Allerdings ist Nürnberg natürlich über die Saison gesehen eine Mannschaft, die insgesamt deutlich unter ihren Möglichkeiten geblieben ist. Eine Mannschaft, die sich sehr über das Spiel gegen den Ball definiert, die aber trotzdem eigentlich nie so richtig zu defensiver Stabilität gefunden hat. Grundsätzlich will Nürnberg sehr viel nach vorne verteidigen, ähnlich wie es zum Beispiel auch der KSC gemacht hat. Nürnberg spielt das eben in unterschiedlichen Pressinghöhen. Das heißt, die können den Gegner wirklich schon an dessen Strafraum anlaufen, können sich aber auch ein bisschen zurückziehen. Und je nachdem, wo sie den Gegner erwarten, attackieren sie dann aber auch sehr intensiv, sehr aggressiv und teilweise fast ein bisschen übermütig. Das merkt man vor allem am Verhalten der Viererkette. Da ist es so, dass die Außenverteidiger wirklich extrem weit nach vorne verteidigen und dann auch die Innenverteidiger weit zum Flügel schieben, um da eben den Druck aufrechtzuerhalten. Und das Problem ist, dass dabei eben in den schlechtesten Momenten wirklich wahnwitzige Abstände zwischen den Verteidigern aufgehen. Und unter der Woche im Spiel gegen Wiesbaden hat man eben gesehen, was passiert, wenn eine Mannschaft das nicht ausnutzen kann. Dann kann Nürnberg nämlich auch aus dieser aktiven Defensivhaltung wirklich einiges an offensiver Wucht entwickeln. Haben dann natürlich auch vorne einiges an individueller Klasse zusammen, vor allem mit einem Spieler wie Robin Hack zum Beispiel. Allerdings sollte der VfB das natürlich deutlich besser ausnutzen können als Wiesbaden. Gerade die Räume hinter den Außenverteidigern muss man immer wieder anlaufen, Außenverteidiger rausziehen und dann dessen Rücken spielen. Und generell eine Mannschaft, die so große Schnittstellen anbietet wie Nürnberg, sollte dem VfB eigentlich gelegen kommen, weil der VfB unter Matarazzo auch so ein Stück weit auf diese Schnittstellenpässe spezialisiert ist. Und gerade nach der guten Offensivleistung gegen Sandhausen sollte doch auch gegen den Club einiges drin sein. Vielen Dank, Jonas Bischofberger, der uns wöchentlich mit wunderbaren taktischen Analysen beglückt hier in unserem schnuckeligen Podcast. Und ja, er hat es auch gerade angesprochen, selbe Situation eigentlich beim Club. Ganz bittere Derby-Niederlage und dann so ein Befreiungsschlag in Wiesbaden. Und er macht den VfB-Fans Hoffnung, also dass da durchaus sich Räume ergeben könnten. Das ist jetzt irgendwie eine ganz interessante Gemengelage vor dem Spiel, Chris. Jetzt haben nämlich beide irgendwie breite Brust. Wen siehst du da im Vorteil? Ich glaube, in der Summe sehe ich tatsächlich den VfB im Vorteil. Nürnberg hat sich jetzt zwar schon auch richtig Luft im Abstiegskampf verschafft, muss man sagen. Also den ist plötzlich 3 Punkte vor dem 16. Und haben, was den Abstiegskampf betrifft, sicherlich auch das Momentum auf ihrer Seite, wie man so schön sagt. Aber alleine, dass HSV und Heidenheim gegeneinander spielen, hilft, glaube ich, einfach dem VfB in seiner Herangehensweise an dieses Spiel. Also du weißt, es werden nicht beide an dir vorbeigehen. Und ja, also dieses 5-1, das hat jetzt, glaube ich, schon auch ein bisschen was freigesetzt. Was mich tatsächlich interessieren würde, ist, ob Matarazzo jetzt quasi auch an dieser Elf so festhält. Also man hatte ja auch so mal zwischendurch die Vermutung, dass das jetzt so ein bisschen Aktionismus war mit dieser Viererkette. Ja. Vielleicht hat es aber auch tatsächlich ein bisschen mit der Frische zu tun, der Spieler. Weil ich fand jetzt auch nicht, dass sie in Karlsruhe irgendwie komplett an die Wand gespielt worden wären hinten drin.
Ob er jetzt tatsächlich diese Stenzels und Bartstubers in Nürnberg auch alle wieder draußen lässt und genau der gleichen Truppe vertraut oder da jetzt nochmal ein bisschen durchwürfelt, da bin ich wirklich sehr gespannt. Ja, es ist richtig. Ja. Vor allem, weil er, ich meine, klar, du kannst, er hat natürlich, es hat ja selber, der Koschin hat zugegeben, er hat ihn halt komplett ausgecoacht damit, beziehungsweise einfach so überrascht, dass sie am Anfang, als die Aufstellung gesehen haben, dann erstmal keine Mittel hatten. Was fange ich denn damit an? Was ist denn das überhaupt, was da jetzt mich erwartet? Und, den Vorteil hast du jetzt natürlich gegen Nürnberg nicht mehr, würdest du in derselben Aufstellung da wieder antreten. Andererseits haben natürlich die Spieler, die auf dem Platz standen, das einfach auch gerechtfertigt. Gut, du hast Castro nicht, der hat seine 10. Gelbe. Dafür hast du Endo wieder. Das ist, könnte man fast positionsgetreu sozusagen austauschen. Endo darf wieder kicken nach der Gelbsperre. Also wirklich, wirklich sehr, sehr spannend, wie da reagiert wird. Ja, und dann kommt man auch schnell zu den Personalien Daniel Didavi und Mario Gomez. Gomez, der gestern quasi die Höchststrafe erhalten hat, meiner Ansicht nach. Kalajdzic spielt so mittel, sein erstes Spiel von Anfang an. Eher unauffällig, auch logisch irgendwie nach so einer langen Pause und ohne wirkliche Spielpraxis. Und dann hast du halt noch 20 Minuten auf der Uhr und dann bringt er halt alles Mögliche. Ja, unter anderem Hamadi Al-Ghadoui, der dann das 5-1 macht, aber Mario Gomez eben nicht. Ja, also das ist also mehr Aussage, kannst du eigentlich gar nicht mehr treffen durch dein Handeln. Und bei Didavi, also seit dem Kiel-Spiel raus, Ampelkarte, alles abgesessen. Seitdem bisschen Knie, bisschen muskulär. Keiner weiß so wirklich, was mit dem Kerl eigentlich ist. Zumal sein alter Club wäre natürlich eine schöne Gelegenheit, eine Geschichte, wie sie nur der Fußball schreibt. Aber die wo der Fußball schreibt. Die wo der Fußball schreibt. Ich glaube aber einfach nicht, dass er auch am Sonntag von Anfang an zumindest auf gar keinen Fall spielen wird. Was und meint ihr? Im Kader, also ich bin da auch ein bisschen bei der Personalie Davi auch ein bisschen ratlos, hat seit dem Platzverweis, seit der gelb-roten Karte in Kiel keine Minute mehr gespielt. Bis auf dieses Sandhausen-Spiel jetzt war auch die Bilanz ohne Daniel Didavi in dieser Zweitligasaison nicht wirklich berauschend beim VfB. Das Spiel jetzt am Mittwoch hat aber gezeigt, es geht schon auch ohne und auch die zweite Halbzeit natürlich gegen den HSV. Chris, würdest du auf Daniel Didavi setzen oder ist er für dich zumindest im Kader am Sonntag? Schwer zu prognostizieren, aber im Kader ist. Didavi ist auch immer so ein Streitfall, ehrlich gesagt. Also er ist sicherlich immer noch einer der besten, wenn nicht sogar der beste Fußballer in dieser Liga, meiner Meinung nach. Aber eben auch einfach nur dann, wenn er zu 100% fit ist. Oder sagen wir mal zu 95% fit. Weil 100% fit war er wahrscheinlich schon länger nicht mehr. Dida ist einfach auch so ein Spieler, bei dem es gefühlt auch von Anfang an dann laufen muss in dem Spiel, ja, wo die ersten 15, 20 Minuten darüber entscheiden, was für einen Tag er erleben wird. Und wenn er jetzt tatsächlich seit dem Kiel-Spiel noch nicht mit der Mannschaft trainiert hat oder auch nur in ganz kleinen Etappen sozusagen, weiß ich nicht, wie sehr er ihr jetzt an helfen könnte in diesen Spielen noch. Also er ist sicherlich einer, der mal diesen entscheidenden Steckpass spielen kann, aber eben auch nur im Vollbesitz seiner Kräfte. Und deswegen tendiere ich, glaube ich, eher zur Bank da. Ja, ja und genau. Und eigentlich, das hat Philipp, glaube ich, auch mal vor ein paar Wochen angesprochen, ist Didavi auch wirklich nur so ein Faktor in der Startelf. Also es ist kein Spieler, den du irgendwie nach 60 Minuten einwechselst, der dann irgendwie noch das Ruder rumreißen sollte. Sondern das ist einer, genau wie du es gesagt hast, der eigentlich am Anfang sofort seine Akzente setzt. Und dann läuft's oder es läuft nicht. Bei Mario Gomez, Philipp, bin ich übrigens ein bisschen anderer Meinung. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass... Ja, endlich mal ist hier jemand anderer Meinung. Wir sind die ganze Zeit schon einer Meinung hier. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass die Überlegung von Pellegrino Matarazzo gewesen ist, was soll ich den denn jetzt bei 4-1 einwechseln? Vielleicht brauche ich ihn in der letzten halben Stunde in Nürnberg. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Mario Gomez ein Faktor sein könnte, wenn auch ähnlich viel geflankt wird wie in der ersten Halbzeit gegen Sandhausen, ist das, glaube ich, durchaus eine Möglichkeit. Weil Sascha Kalajdzic, das hast du auch gesehen, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde, er läuft noch ein bisschen unrund auch und er macht seine Sache ordentlich, aber ich glaube, es ist kein Spieler, der jetzt nach dieser langen Spielzeit gegen Sandhausen ebenso lang in Nürnberg spielen wird. Ja, aber komm, hör mir doch auf. Also kein...
Dadurch, dass Kalajdzic gespielt hat, muss er ja bei 100% gewesen sein. Sonst absolut. Kann ich ja als Trainer nicht sagen, ich stelle den auf die Neuen da vorne rein. Und wenn das, was er dann gezeigt hat, die 100% aktuell sind, dann muss ich mich als Mario Gomez wirklich schon die Frage stellen, also kann ich eigentlich kleinen Urlaub fahren, weil wenn ich daran nicht mehr vorbeikomme, ja, in meinen letzten drei Spielen, also vorgestern Abend Anpfiff, die ich noch habe für den Club, dann wofür soll es denn überhaupt noch reichen? Ja. Ich glaube halt nicht, dass Sascha Kalajdzic sozusagen im Vollbesitz seiner Kräfte ist für Sandhausen und Nürnberg. Aber wie gesagt, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Wenn Gomez auch am Sonntag in Nürnberg keine Rolle spielt, kriegst du die zweite Flasche Schnaps. Super, das wird ja immer besser. Ja. Das wird ja immer besser. Sehr schön. Ja, sag ich dir. Chris, wie ist deine Meinung zu der Stürmersituation beim VfB? Ja, dass er nicht mehr die erste Wahl ist, das weiß Mario Gomez ja jetzt auch nicht erst seit dem Sandhausen-Spiel. Das weiß er eigentlich auch schon die ganze Rückrunde. Sagen wir mal zumindest spätestens dann mit dem Corona-Lockdown. Am Anfang hat er noch ganz gut getroffen auch. Er ist definitiv immer noch ein Spieler, finde ich, der jederzeit ein Tor schießen kann. Ja, also auch irgendwie gefühlt mehr als Agadoui das kann, auch wenn die Zahlen vielleicht was anderes sagen, aber wenn du einen Gomez vorne drin stehen hast, hast du irgendwie schon das Gefühl, er kann jederzeit irgendwie dann doch einen machen. Ja, also deswegen glaube ich, dass er schon auch mal ein Faktor werden kann. Aber in der Startelf sehe ich ihn eigentlich auch in Nürnberg nicht. Wenn Sascha Kalajdzic das körperlich hinbekommt nach diesem Auftritt jetzt gegen Sandhausen, glaube ich, dass er da vielleicht tatsächlich nochmal die Chance kriegt. Oder eben Hamadi Al-Gadoui, auch weil er wieder getroffen hat. Gomez ist keiner, der klassisch von der Bank kommt, ja, das war er auch nie. Und trotzdem würde ich ihn, glaube ich, wenn ich Al-Gadoui spielen lassen würde von Anfang an und dann in der 80. Minute ein Tor bräuchte, würde ich eher auf Gomez als auf Kalajdzic setzen, glaube ich. Ich auch. Also gut, von mir aus. am Ende hat der Meisel recht, ich sehe es schon kommen. Aber wir schauen uns vielleicht an. Vielleicht setzt er aber auch wieder auf Lilian Egloff noch dazu. Das war ja auch ein ganz netter Aspekt. Gestern noch kam rein, zwei super Flanken geschlagen und einer hat zum Tor geführt. Also. Ja, damit hat er sich in die Geschichtsbücher geschrieben, in die VfB-Geschichtsbücher zumindest, mit 17 Jahren und 302 Tagen der zweitjüngste Scorer überhaupt in der Vereinsgeschichte. Nur Timo Werner war jünger, als er damals sein Premierentor erzielt hat. Auch ja. Und ja, also bei Lee ist halt, finde ich, auffällig gewesen, eigentlich schon in allen Einsätzen, auch damals Leverkusen sein Debüt. Du hast ja, oder man könnte ja annehmen, dass so ein 17-Jähriger ja, überfrachtet ist von dem, was da jetzt plötzlich auf ihn einprasselt, ja, dass ihn das in irgendeiner Form hemmt, aber bei ihm ist es halt überhaupt nicht der Fall. Er kommt auf den Platz, scheint sich überhaupt keinen Kopf zu machen und war halt sofort ein Energizer irgendwie, ja, wie Chris angesprochen hat. Erste Aktion, Mörderflanke, die war richtig stark, und dann hat er es durchgezogen und hinten raus, ich meine, er wollte eigentlich aufs Tor schießen, ja, insofern muss man ihm einen unabsichtlichen Assist irgendwie attestieren, aber er kommt eben zu Hamadi, der dann auch nochmal sein Storchenbein da irgendwie reinstochert und es dem Ball eine andere Richtung gibt. Ja, klar, es ist natürlich schön zu sehen, dass das, was wir seit Jahren im Jugendbereich von ihm gesehen haben, jetzt tatsächlich auch im Erwachsenenbereich so langsam Früchte trägt. Ich finde diese Abgezocktheit, finde ich beeindruckend, muss ich sagen. Also genau, wie du es gerade gesagt hast, also er kommt rein und es ist, als würde er schon 50 Minuten mit den anderen auf dem Platz stehen. Das finde ich besonders beeindruckend. Es ist genau das Gegenteil von dem, worüber wir vorher gesprochen haben bei Didavi oder bei Gomez. Er ist halt von der ersten Sekunde an ein Energizer. Er ist sofort da und zockt frei von der Leber weg. Ja. Das ist schön anzuschauen und es bleibt zu hoffen, dass er das Vertragsangebot jetzt dann demnächst mal unterschreibt. Seine Prüfungen sind durch, soweit ich weiß. Hat er jetzt ja Zeit, nochmal einen Stift in die Hand zu nehmen. Ja, wobei er natürlich auch einen entscheidenden Vorteil hat gegenüber ganz vielen anderen im Kader. Das ist ja auch klar. Ich meine, keiner würde im Nachgang wahrscheinlich auf die Idee kommen, dann den womöglich verpassten Aufstieg an Lilian Egloff festzumachen. Ja, also das ist auch so ein bisschen quasi das, was ihn dann da begünstigt, weswegen er natürlich auch deutlich befreiter aufspielt als viele andere.
Das liegt einfach auch in der Natur der Sache. Ja, aber es ist auf jeden Fall schön zu sehen, klar. Und je länger ich so ein bisschen drüber nachdenke, über dieses Spiel am Sonntag, desto mehr gefällt mir dieser Gedanke von Chris Lothar mit dieser neuen Ballastfreiheit möglicherweise, auch der Konstellation, nicht ganz tabellarisch abstürzen zu können. Wenn es der VfB schafft, mit dieser Einstellung reinzugehen, auch mental, Leute, es kann nicht wirklich viel passieren. Selbst wenn ihr verliert, dann sehe ich das eigentlich alles ganz positiv. Chris, können wir dir einen Tipp entlocken für Sonntag? Schwierig, aber ich tippe auf den VfB. Ja? Braucht ihr genau das Ergebnis auch? Oder? Oh ja, nehme ich auch. Ja, dann bin ich mal optimistisch und tippe auf ein 3-1 für den VfB. Ich traue dem Braten nicht. Ich traue dem Braten nicht. Aber ich habe mittlerweile so viele Wetten und Sidebets dazu auch noch laufen, dass ich auf jeden Fall auch auf den VfB Stuttgart setzen muss für Sonntag. Ich setze auf ein 1-1 und einen Heimsieg des ersten FC Heidenheim. Ich muss ja tatsächlich auch dazu sagen, ich weiß, diese ganzen ollen Kamellen spielen bei sowas ja eigentlich keine Rolle und die Mannschaft hat sich seitdem komplett verändert. Aber wenn du an Nürnberg denkst, geht zumindest mir so, denkst du ja auch automatisch irgendwie an diesen Sieg in Nürnberg in der Aufstiegssaison 2016-17 mit diesem späten Tor von Flo Klein, 3-2 nach 0-2 Rückstand, gefühlt war ganz Stuttgart da mit vor Ort, ich glaube 20.000 Fans oder so. Ja. Und dieser Sieg damals, der hat dir irgendwie so das Gefühl gegeben, wenn du so ein Ding ziehst, dann ziehst du es halt am Ende auch mit dem ganzen Aufstieg. Und ja, also das Gefühl hattest du diesmal zwar auch gegen Hamburg dann, aber das würde ich irgendwie, glaube ich, versuchen, als VfB da nochmal mit hinzunehmen, auch wenn diesmal keine Zuschauer dabei sind, aber dieser Sieg ist mir unfassbar in Erinnerung geblieben von damals. Und ja, das war das Spiel der Saison damals, Chris. Ja, definitiv. Also ich muss sowieso, ehrlich gesagt, echt oft an diese Saison von damals denken, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf. Also diese Parallelen, die es tatsächlich auch, finde ich, gibt zu damals. Man hat ja im Nachgang irgendwie immer so das Gefühl gehabt, unter Hannes Wolff war damals ein ganz neuer VfB am Werk und wäre da durch die Liga geflogen, aber so war es ja eigentlich gar nicht. Ja. Habe ich ja auch eingangs schon mal ganz kurz erwähnt. Da hat es auch bis zum 34. Spieltag gedauert. Du konntest auch froh sein, dass am vorletzten Spieltag Braunschweig da in Bielefeld so schwer gepatzt hat, sonst wäre es womöglich ganz bitter ausgegangen. Und was halt irgendwie so ein Unterschied ist, finde ich, zu damals, die Truppe damals, auch angeführt von ihrem Trainer, hatte halt unglaublich viel Empathie irgendwie. Also da waren so Leute drin wie Pavard, Mané, Terodde, denen zumindest meiner Wahrnehmung nach auch einfach nicht so viel übel genommen wurde, wie das jetzt mit Spielern aus dem aktuellen Kader ist. Also da wurde über vieles manchmal auch so quasi, ich will jetzt nicht sagen hinweggesehen, aber in der Wahrnehmung kam diese Mannschaft deutlich besser weg als die jetzt. Ja, und das ist so vielleicht auch ein bisschen ihr Problem gerade. Das ist richtig, ja. Und wir haben vor 1, 2, 3 vielleicht Wochen auch schon mal drüber gesprochen. In der Mannschaft war halt zumindest von außen betrachtet ein ganz anderer Spirit unterwegs, als das jetzt genau zu sein scheint. Ja. Und das hat natürlich sehr, sehr viel ausgemacht und hilft dir dann solche Spiele, wie eben das von dir angesprochene, zu gewinnen. Du liegst 0-2 zurück am Walzner Weiher. Ja. Da ist auch immer mächtig was los. Und dann schüttelst du dich halt, ja, und reißt es rum und unterstützt von diesen unfassbar, ich kann mich noch dran erinnern, die mussten die Pressekonferenz quasi verschieben, weil draußen immer noch 20.000 Irre auf den Tribünen Rabatz gemacht haben, der Stadionsprecher nur noch im Minutenstaccato, bitte hören Sie auf zu springen, ist zu gefährlich und so. Und da war halt einfach eine riesen Party am Start. Und das, dieses Gesamtgefühl, was da damals so entstand, das geht dir halt in dieser Saison ab, weswegen du mit Sicherheit auch so dastehst, wie du gerade dastehst, ja, und immer wieder auf, sag ich mal, sportlich gute Phasen oder jetzt so ein Ausrufezeichen, dann meistens sind dann halt ernüchternde Phasen gefolgt und jetzt ist es natürlich die schlechteste aller Zeiten. Das darf dir jetzt einfach nicht mehr passieren. Definitiv. Und ich fand's auch damals echt bemerkenswert, der Hannes Wolff wurde damals so als was komplett Neues quasi erachtet. Ja, jetzt setzen wir mal hier auf einen jungen Trainer, der es auch irgendwie schafft, da alle mitzureißen sofort und die ganze Stadt mitzunehmen. Und wenn du den Namen Hannes Wolff heute noch liest,
tauchen immer noch genug Herzle-Emojis auf bei Twitter und sonst wo. Ja, richtig. Während Pellegrino Matarazzo gefühlt sich immer noch irgendwie rechtfertigen muss, wie er quasi an diesen Job rankam. Also zumindest ist das mein Eindruck. Also das sind unheimlich viele Vorbehalte. Der No-Name, der vorher noch nie groß irgendwo was gerissen hat. Und also das ist auch einfach so, diese ganze Gemengelage ist eine andere als damals und macht es wahrscheinlich auch noch komplizierter, als es selbst damals schon war. Ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten, dass diese Saison rum ist und wie auch immer sie dann ausgeht, finde ich das jetzt schon unheimlich spannend, sich das mal beides so ein bisschen im Vergleich anzuschauen. Also wie auch immer diese Saison ausgeht, aber die Zweitligasaison vor 3 Jahren und die Zweitligasaison jetzt, da gab es ein paar wenige Gemeinsamkeiten, aber so viele Unterschiede, dass ich das wirklich jetzt schon interessant finde. Ich freue mich schon, Philipp, auf unsere Folge nach Saisonabschluss. Ja, die wird gut, glaube ich. Ja. Die wird zumindest ausschweifend, was die Länge angeht, weil es gibt wirklich einiges zu besprechen. Wir müssen noch einen Jingle abfahren, Leute. Entweder oder. Unser Podcast Tiki-Taka. Ohne Vorwarnung, Chris, haben wir unsere berüchtigte Tiki-Taka-Kategorie mit dir noch abzufahren. Du kriegst jetzt 3 Entweder-Oder-Fragen gestellt von mir. Und du darfst sie dann nach bestem Wissen und Gewissen beantworten und sehr gerne auch begründen, deine Antwort. Oh je. Er ist halb so wild. Ja, dann machen wir. Stadien. Wir fangen mit Stadien an. Ein leichter Einstieg. Stadien, Nou Camp oder Alte Försterei? Nou Camp. Ich glaube auch tatsächlich, Alte Försterei schon aufgrund der Erinnerung im letzten Jahr nicht unbedingt. Ja. Das ist eine nachvollziehbare Begründung. Hey, da hatte ich auch noch teilweise, also wochenlang später darüber nachgedacht, wie ich da im, weil der Pressekonferenzraum völlig überladen war, ja, die alle, und ich saß da auf Boden, Laptop auf den Knien und habe halt irgendwie die Standards irgendwie so abgerissen, während um dich rum der völlige Wahnsinn ausgebrochen ist und zwischendurch wurde ein kalkweißer Wolfgang Dietrich von 2 Bodyguards geschützt aus dem Stadion eskortiert und so. Das war abgefahren, ja, das stimmt. Hättest du mich gefragt, Allianz Arena oder Alte Försterei, hätte mich tatsächlich doch für die Alte Försterei entschieden. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. So, jetzt eine schöne Frage. Bier, Hefe oder Halbe? Halbe, schon immer. Kein Hefetrinker. Begründung fällt mir schwer, ehrlich gesagt, aber ist einfach schon immer so gewesen. Ja, es geht mir ähnlich. Ich werde immer so müde davon. Stimmt. Diese Fülle im Bauch. Ja, genau, richtig. Und dann auch manchmal so dieses Bananige. Ich habe manchmal, du trinkst so ein Ding, willst dich einfach nur noch hinlegen. Ja, Darfst auch nichts essen groß dazu. Das ist alles. Pennst gleich weg. So, last but not least, ehemalige VfB-Trainer, Löw oder Fee? Das sind Fragen, Fee wahrscheinlich. Spannend. Kann ich auch ehrlich gesagt nur schwierig begründen, aber Löw ist auch einfach so, ja, das ist so weit weg irgendwie gefühlt mit dem VfB, der ist mittlerweile auch einfach für mich, wie lange ist er jetzt schon Bundestrainer? Ich weiß es gar nicht auswendig, aber war 33 Jahre. Unter Cleansea war er noch Assistent quasi damals beim Sommermärchen. Ja, über 10 hat er auf jeden Fall. Ja, also gefühlt ist das mit Yogi einfach schon so weit weg. Auch wenn ich mich noch an die Bilder erinnere, wie er rasiert wurde. Ich glaube tatsächlich Armin Fee, aber... Vielleicht sagst du in 3 Jahren Pellegrino Matarazzo. Vielleicht, ja. gab viele spannende Trainer, muss man sagen, in den Jahren, die ich jetzt hier... Yeah. Es gab vor allem viele. unterschiedlichste Typen. Also alleine dieser Wechsel von Tim Walter jetzt auf Pellegrino Matarazzo diese Saison, das war ja wirklich auf der Autobahn einmal umgedreht. Also ja, mit der Handbremse. Ja. Nun gut, Leute. Das war's für diese Folge. Christian und Chris, herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke auch. Ja, war ein großes Vergnügen. Wir hören uns nächste Woche dann mit Blick zurück auf den vorletzten Spieltag in Nürnberg und mit Blick voraus auf den letzten Spieltag dann gegen den SV Darmstadt 98. Wir wünschen euch einen spannenden, hoffentlich nicht zu stressreichen Sonntag und dann schauen wir uns mal an, wie die Tabelle dann aussieht, ne, Philipp?
Ja, ich bin, ich will eigentlich noch gar nicht drüber nachdenken. Ich bin gerade mal froh, dass es jetzt heute ist Donnerstag, jetzt mal einmal kurz durchatmen und dann mir erst am, ich bin am Sonntag zum Glück auch gar nicht da. Ich bin wandern irgendwo im Schwarzwald in irgendeiner Schlucht, da gibt's keinen Handyempfang. Ich komme da wahrscheinlich raus am späten Nachmittag und dann werde ich mir wahrscheinlich erstmal ein Kaltgetränk aufmachen und begutachten, was da die Stunden zuvor abgelaufen ist in dieser unfassbar vor Qualität strotzenden zweiten Liga. Wahnsinn. Chris, du bist am Start am Sonntag. Musst du arbeiten? Bist du im Dienst? Ich bin im Dienst allerdings in der Redaktion und nicht im Stadion diesmal. Also ich werde es nur am Fernseher verfolgen. So mache ich das. Aber nicht weniger gespannt. Nee. Philipp, also du siehst, wir beide übernehmen das am Sonntag und dann gucken wir uns das an und je nachdem, wie viele Ausrufezeichen du in irgendwelchen WhatsApp-Nachrichten von mir dann hast, wenn du den Empfang wieder zurückgewonnen hast, weißt du, was passiert ist. Hauptsache, die Schnapswetten laufen weiter gut für mich. Ach, ich sehe jetzt schon, das ist ein Drama. Wir machen jetzt Schluss, Leute, bevor das ausufert. Chris, vielen, vielen Dank. Komm gerne wieder zu uns. Hat großen Spaß gemacht und Philipp, wir hören uns, ne? Absolut. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank. Ciao. Podcast statt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.